Mit WhatsApp den eigenen Standort mitteilen. Ich starte hier WhatsApp und ich kann hier nicht nur eine Nachricht schreiben oder eine Sprachnachricht sagen. Saluti, da ist der Pirmin. Solange ich hier drauf drücke, wird nämlich die Aufnahme gemacht. Sondern ich kann auch hier bei der Büroklammer ein Bild aus meiner Galerie senden, selber ein Bild wieder aufnehmen, ein Dokument senden, eine Tonaufnahme senden oder sogar hier den Standort mitteilen. Ich klicke hier auf den Standort. Ich könnte nun den aktuellen Standort hier mitteilen. Das bleibt dann aber statisch. Oder ich kann hier Live-Standort mitteilen und noch sagen, wie lange wird mein Live-Standort wirklich immer aktualisiert? Eine Stunde oder 8 Stunden oder dann eben nur 15 Minuten? Ich sage mal eine Stunde. Und könnte das natürlich auch jederzeit wieder beenden. Wann ist das praktisch? Zum Beispiel, wenn man sich irgendwo treffen will oder man hat irgendwo abgemacht und man sieht, wie die Person langsam auf den Zielstandort zuspaziert oder zufährt und dann kann man zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen. Das war's.